Ja, heute geht es bei Promis spielen Schach um Fußballspieler, die Schach spielen. Ich möchte euch hier eine Partie von Garry Kasparov gegen Felix Magath zeigen. Unter anderem spielen aber auch andere Fußballspieler wirklich gut Schach. Zum Beispiel hat Trent Alexander Arnold gegen Magnus Carlsen vor kurzem gespielt. Er kommt von dem Fußballverein FC Liverpool und hat sich gegen Magnus Carlsen relativ gut geschlagen. Könnt ihr alles im Internet nachrecherchieren, wenn ihr einfach bei Google das mal in der Suche eingebt. Ich persönlich hatte auch mal die Chance, gegen einen ehemaligen Nationalmannschaftsspieler zu spielen, als wir mit oder als ich die Möglichkeit hatte, mit Großmeister Sebastian Siebrecht mit seinem Programm Faszination Schach in Bremen zu sein. Da habe ich hier gegen Marco Bode gespielt. Wir haben geblitzt, jeder hatte 5 Minuten und ich muss sagen, er hat sich wirklich gut geschlagen. Wir haben über 40 Züge gespielt, jeder hatte 5 Minuten. Wir haben eine Blitzpartie gespielt. Ich habe Sizilianisch gegen ihn gespielt und er konnte auch viel Eröffnungstheorie, wusste, wo er seine Figuren hinstellen soll. Und ja, das war durchaus interessant. Ich konnte dann gewinnen, aber natürlich wollte er eine Revanche-Partie. Und ja, die Fußballer sind eben ehrgeizig wie die Schachspieler und wollen sich ja immer verbessern und noch was Neues dazulernen. Und kommen wir jetzt mal zur Partie zwischen Felix Magath und Kasparov. Das war eine Simultanpartie, deshalb hat hier Kasparov auch Weiß, denn es ist in der Regel so, dass der Simultanspieler, der gegen mehrere Personen gleichzeitig spielt, die weißen Figuren bekommt. Und ja, das ist eigentlich so üblich. Es ging los im ersten Zug mit D4 von Kasparov. D5, wir sind im Damengambit drin. C4, E6. Springer F3, Springer F6 von Felix Magath. Hier an der Stelle kann man durchaus Springer C3, Läufer G5, E3 spielen oder eben auch G3, was Kasparov hier an dieser Stelle gemacht hat. Es kam C5, ein offensives Spiel von Felix Magath, direkt im Zentrum. Und hier an dieser Stelle kann man durchaus Läufer G2 spielen, Springer C6, kurze Rochade und ruhig spielen, aber das hat Kasparov nicht gemacht. Er hat direkt auf D5 rausgeschlagen. Gut, hier an dieser Stelle muss man sich überlegen, ob man mit dem Bauern, dem Springer oder der Dame zurückschlägt. Mit der Dame ist es schon nicht so gut, weil dann kommt Springer C3, greift direkt die Dame an, die muss wieder ziehen. Das will man vermeiden. Felix Magath hat mit dem Springer geschlagen. Man kann allerdings auch mit dem Bauern rausschlagen. Da muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass eventuell irgendwann mal D schlägt, C5 kommt und der Bauer auf D5 ein isolierter Bauer wird. Ob man mit Isolani gern spielt, das müsst ihr selbst wissen. Jeder hat da so seine eigene Meinung dazu. Ich persönlich spiele nicht so gern mit Isolani, aber das ist ja auch von Stellung zu Stellung unterschiedlich. Deshalb gibt es da jetzt keine klare Regel hier an dieser Stelle. Das hier ist natürlich alles spielbar. Man kann auch hier E schlägt D5 spielen. Aber Felix Magath hat Springer schlägt D5 gespielt und es kam Läufer G2 von Kasparov. Springer C6, Rochade, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Läufer E7, Springer C3 an der Stelle, Rochade, Springer schlägt D5 und gut, jetzt spielt man mit dem isolierten Bauern auf D5. Läufer E3 stärkt nochmal den Springer auf D4, es kam Läufer E6. Läufer E6, gut, natürlich muss man den Läufer auch mal entwickeln und deckt gleichzeitig den D5-Bauern. Es kam Dame D2. Läufer F6, Turm C1, Turm C8. Gut, die Türme gehören auf die offene Linie. Das ist klar. Springer schlägt C6 an dieser Stelle. Es kam B schlägt C6 und jetzt sehen wir, dass nach B schlägt C6 diese Bauern sich ganz gut gegen den Läufer auf G2 richten. Läufer schlägt A7. Ja, also dieser Springer hat ja vorher auf C6 den A7-Bauer gedeckt. Deshalb hat Kasparov jetzt Springer C6 gespielt, B schlägt C6, Läufer A7, der Bauer geht einfach verloren. Ein Bauer kann ja die Partie entscheiden, deshalb ein Bauer ist ein Bauer, dann, wenn man ihn gewinnen kann, hier an der Stelle, dann kann man das durchaus machen. Turm A8 bringt nichts und den A2 gewinnen, denn es kommt vorher Läufer C5, greift erstmal den F8-Turm an und ja, man hat einen Zwischenzug, deshalb muss der Turm dann erstmal weggehen und dann kann man doch den A2 schützen.
Dame D7 greift den Läufer auf A7 an, Läufer C5 jetzt an der Stelle, Turm auf F8 hängt eben, wie ich gesagt habe, Turm E8. Der Turm stellt sich auf die halboffene Linie, das ist auch gut. A4. Ja, am Damenflügel fängt Weiß jetzt an, mit den Bauern natürlich zu laufen. Den Bauer, den man hier auf A7 gewonnen hat, den will man auch dann quasi ausnutzen, dass man den auf A7 gewonnen hat. Deshalb spielt man jetzt am Damenflügel, versucht den Bauer durchzubringen. Es kam Läufer H3. Ich persönlich hätte diesen Läufer nicht abgetauscht, weil ich denke, dass der Läufer gerade sowieso etwas blöd auf die zwei Bauern von Weiß schaut. Aber das muss man natürlich selbst entscheiden, ob man den Läufer auf E6 jetzt gegen den G2 tauschen möchte. B4, Läufer schlägt G2, König schlägt G2, Turm E5. Er möchte ein Manöver machen, Felix Magath und den Turm nach H5 bringen. F3 an dieser Stelle, gut, die Türme verdoppeln auf der halboffenen Linie, das ist immer gut, richtet sich gegen E2. Es kommt Turm F2, deckt den E2-Bauern, Dame E6 verstärkt den Druck auf E2 und Turm nach C2. Gut, jetzt sind alle Figuren, alle Türme und alle und beide Damen von beiden Spielern an den Punkt E2 gebunden. Es kam Turm H5. Man möchte Dame H3 spielen. Dame Bauer A5 an dieser Stelle. Es kam Läufer G5. Erstmal hier die Dame angreifen. Dame H3 bringt auch nicht so viel, weil der König geht einfach nach G1 und der Turm deckt dann wieder H2. Nach Läufer G5, Dame D3, die Dame hängt ja, Dame H6. Okay, Turm und Dame schauen jetzt nach H2, König G1, Turm F2 deckt den H2 und F5 an dieser Stelle. Ja, Schwarz muss was am Königsflügel machen. Hier am Damenflügel hat Schwarz keine Figuren mehr. Deshalb ist die einzige Chance von Schwarz, einen Königsangriff am Königsflügel zu starten. Ja, F4 an dieser Stelle greift den G5-Läufer an, Läufer F6, B5. Kasparov lässt einfach seine Bauern am Damenflügel laufen. G5, B schlägt C6, G schlägt F4, Dame schlägt D5 Schach an dieser Stelle. Und jetzt zieht der König nach H8, Dame F7 und an dieser Stelle Turm G8 von Schwarz. Und jetzt kam ein schöner Zug, das war mein Lieblingszug aus der Partie, nämlich Dame schlägt G8. Ja, wer hätte es gedacht, die Dame kann sich hier an der Stelle einfach gegen den Turm opfern, König schlägt G8, weil der C7-Bauer eben einfach durchläuft. Der Läufer kann den Bauer nicht mehr aufhalten und auch die Dame kommt nicht mehr über F8 rüber, um C8 aufzuhalten. Es kam noch F schlägt G3, C8 Dame, König F7, Dame B7 Schach. Und an dieser Stelle hat Felix Magath aufgegeben, weil ja, die Dame deckt jetzt unter anderem einfach H1. Man kann im nächsten Zug auch H schlägt G3 spielen. Der Turm deckt C1, es kann kein Schach von der schwarzen Dame auf C1 kommen und man hat als Weißer einfach einen Turm hier in dieser Stellung mehr und kann sich noch eine Dame unter Umständen holen, je nachdem, wie man das möchte. Die Stellung ist ohnehin gewonnen und ja, ich wollte euch einfach diese Partie kurz zeigen und wenn euch die Partie gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, ihr könnt wie immer meinen Kanal hier abonnieren und ja. Ich kann noch ein Zitat nennen von Felix Magath, der hat auf jeden Fall gesagt, dass er aus der Theorie oder aus dem Schachspiel viel für die Theorie, für den Fußball gelernt hat. Und ja, was ihr dazu meint, könnt ihr gerne kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video.